Hallo zusammen und willkommen zur Angriffsvariante gegen die Shackles. Wir haben noch 13 Angriffe, 6 davon sind von mir, die haben noch 18. Wir sind 30 gegen 30. Mit 18 Angriffen macht man 900 Punkte ungefähr max. Also können die vielleicht bei 6, 8 rauskommen. Ja, ungefähr. Soll ich jetzt 300 machen? Ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Polster. Da greifen die parallel an. Ja, vielleicht kriegen wir in dem Video schon ein Resultat. Wir haben Ferrans und Schwarze Ritter. 53. Ja, komm. Ein Schwarzer Ritter. Haben wir noch irgendwas, was entfernt? Angriffskrieg. Ja, wir spielen erstmal sauber durch, machen auf Nummer sicher. Ach, nee, gegen schwarzen Ritter. Ach, beim schwarzen Ritter brauchen wir das nicht so. Beim schwarzen Ritter können wir massiv rumchillen. Und machen das so. Hier muss die Ninja-Truppe hin. Und freuen uns. Ich ehrlich gesagt, und das wird jetzt so backfiren, wenn ich Sport sehe, finde ich den schwarzen Ritter kein großes Problem. Aber wenn man 4 grüne Steine bekommt, wenn man grün spielt, kann er vielleicht ein Problem werden. So. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Diamant und gut grün. Und wir schauen mal, was hier noch kommt, wenn wir den Diamanten zünden. Das ist das. So, jetzt werden wir mal weiter in den Odin reinspielen, weil da gelb liegt. Und weil wir ihn ausgelöst haben wollen. Wie lange brauchen er noch? Oh, er ist fertig. Oh, aber einer wird sterben von unseren. Aber die linke Seite kriegen wir vielleicht weg, wenn wir Glück haben. Das ist okay. Okay, so viel Glück haben wir nicht. Das wird eine enge Nummer. Reicht das? Nee, das wird wehtun. Wir brauchen Grün. Und zwar zügig. Oh ja, 215 wegen dem Death Down. Massiv enge Nummer. Wenn ich jetzt die lila Drachenbombe spiele, geht ein gelber rein, dann wird er sofort auslösen. Aber wie können wir das vermeiden? Man kann natürlich Spekulatius sein. Ach, warte mal, es kommt Blau ja nach. Vielleicht kommt nach dem Blau Grün. Nee. Schade. Okay, na dann war's das. Haben wir leider nicht hinbekommen. Erster Angriff ging schon in die Hose. Und ich sag, Schwarzer Ritter ist kein Problem. Auch kein großes Problem. War halt blöd, dass die alle trotzdem ausgelöst haben, weil es ein bisschen länger gedauert hat, was an dem Ritter lag. Nehmen wir uns trotzdem den zweiten. Wie viel bringt denn der? Ja, den werden wir auf jeden Fall spielen und den spielen wir aber mit dem Team, was mit dem Ritter eigentlich gar kein Problem hat. Zack. Zack, zack. Los geht's. Los geht's. Schwierig heute. Also meine Hauptfarben wollen nicht so, wie ich will. Kriegen aber Bordbewegung.
Das spielen wir wahrscheinlich so am besten. Da kriegen wir zwei blaue rein in ihn. Und mit dem grünen Diamanten. Na komm. Das ist okay. Stopp jetzt. So, zack. Wir machen schon mal den. Oh je, Sobek, wie können wir dich vermeiden? Vielleicht so. Ja. Schwierig. Das ist gut, aber es löst beide aus. Nein. Aber Kobalt hat noch gut Leben, Ametrin hat noch relativ gut Leben. Jetzt müssen wir auf die Auto-Attacks achten. Machen wir den, spielen hier die Lilanen rein. Und jetzt machen wir den und es reicht. Puh, knappe Sache. Knappe Sache. Dann, wie viel gibst du? 50. Wie viel gibst du? 50. 50. 53 Wander. Zack, 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 zack. Ja. Wochenende ist ganz schön heiß, muss man sagen. Knallt ordentlich rein. Oh, wir haben gelb. Das ist mal ein Startbot, da bin ich okay mit. Es ist eigentlich schon fast so gut, aber ich bin okay damit. So, wo ist denn jetzt das Schlimme? Die Seite ist schlimm. So, zack, weg damit. Dann in die Seite haben wir ein bisschen Zeit zum Spielen. Und jetzt können wir draufdrücken. So, nächste Runde ist 100%. Da können wir eigentlich auch nochmal drauf drücken. Das machen wir so, machen wir so. Und jetzt lösen wir alles aus. So. Zack. Und da holen wir uns Gelb langsam wieder ran. Und für ihn reicht es sogar schon. Dank Ariel, Manarik Bonus. Logan McGregor. So. Freya. Ach, der bringt nur 48. Gibt es noch irgendwo so ein Angebot für Scuddy? Für das Scuddy-Team? Wo auf dem Flügel Minion-Produzent steht. Der nicht Hulda heißt. Und bleibt ja fast nur das Pengi-Team hier. Oder. Ja. Nathalie. Hallo. So.
Zack, zack, zack. Und er kriegt die Truppe und dann können wir starten. Können wir starten. So. Wir gucken mal, was hier noch nachkommt. Perfekt. Dann gucken wir uns hier mal an. Eigentlich wollen wir ja ihn auslösen. Und Blau ist auch da. Ach, es ist ja fast schon schön. So, dann machen wir mal Kirill an. Skadi, Sobek. Xnolli machen wir weg. Und der Witz ist, ihr habt gerade gesehen, wie viel das getickt ist. Und wenn jetzt die Minions von Mortega einmal draufgehauen haben, dann tickt die Skadi mit 20% mehr. Das hält witzig. Obwohl sie nicht mehr Stacks hat. So. Aber das sollte jetzt reichen. Zack. Für Nathalie. So. Teams anschauen. Wir können noch tun. Ja, das rote Team muss ran. Und dann spielen wir noch ein rotes Team mit unserem Neuzugang. So, rotes Team, was Punkte gibt. Was machst du nochmal? Säubert alle drei Runden. Also tut uns ja eigentlich nicht weh. Der Wulfi wäre ein Kandidat. Izanami wäre vielleicht auch ein Kandidat. Das ist auch noch ein Kandidat. Der macht hier nur 48. Oder hier oben. Dü. Mit zweimal Blau wollen wir. Ist auch nur ein 48er. Zweimal Blau wollen wir eigentlich nicht spielen. Hulda auf dem Flügel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. 47, ach du Kacke. Gibt ja gar nichts. Nick the Great ist auch noch ein Kandidat. Was macht der? 51, na los. Los geht's. Zack, 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 zack. Und rein da. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Lila in Lila. Zack, Lila. So. Jetzt können wir lahm legen, und zwar die schnellere Seite legen wir lahm. Holen uns sofort sechs rote. Der Fock bringt nichts um in der Regel. Würde jetzt nicht auf den Proteus schubsen. Okay. Er hat auf den Proteus geschubst. Kleiner Mobber. So, zack. Wir haben immer noch die Minions von Diaochan. Vielleicht gehen die jetzt durch die Mitte. Dann haben wir sogar noch einen Vorteil. Wir haben einen. Machen wir den. Reicht sogar. Hanna, gute Seite, gute Wahl. Aber ich glaube, er bringt jetzt außen oben mehr. Und das könnte wehtun. Ach, wir haben ja Minion drauf gehabt. Dann tat es nicht weh. So. Ach komm, hier. Was soll der Geiz? Hab genug Leben, kann mir das leisten.
So. Stecken wir das mal zusammen. Zack. Nochmal heilen. Das waren 7. Und das ist lila. Und das war Nick the Great. Und jetzt bauen wir uns noch ein Team gegen, keine Ahnung, den Ludwig. Wo ist denn Ludwig dabei? Fred 50. Headhunter 51. So. Und zwar. Zack, 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 zack. Und mal schauen, wie wir es am schlausten machen. Ich glaube, wir spielen ohne Ludwig. Ne, ohne Killhase. Brauchen wir einen Cleanse? Eigentlich nicht. So, der kriegt die. Oktos kriegt die. Und Patty kriegt die. So. Und los geht's. Und dann gucken wir uns mal, wie das punktetechnisch aussieht. Und Restangriffe technisch. Hätte man in der Theorie sogar komplett lila spielen können. Weil Diamant. Schade. Der rote Diamant war zerstört. So, ich spiele jetzt bewusst noch nicht. Doch, ich muss spielen, so. Bauen erstmal hier weiter auf. Gelb in Rot. Ein Angriff mehr hat auch ein bisschen Zeit von der Uhr genommen. Okay, wie lange dauert das noch? 3 Runden. Zack, zack. Oktros, tschüss. Nee, du lebst noch. Ich bin überrascht. Heilen wir jetzt erstmal vor. Und das war's eigentlich schon mit dem Headhunter. Ja. Der rote Stein von Elisabeth oder Oktos hat's gemacht. Gut, blöder erster Angriff, sage ich jetzt einfach mal. 287 ist trotzdem okay. Kann man sehr zufrieden sein. Schauen erstmal nochmal in die Def rein. Das war ein Two-Shot, 548. Dann, das war ein One-Shot, weniger schön. Das war ein Two-Shot, 29,25. Und das war es sogar schon. Aktuelle Def von mir sieht so aus. Also, Hypnos hat jetzt schon 20 Wappen. Ich habe es leider nicht vorm Krieg hinbekommen. Mir haben 2 Wappen gefehlt. Und die letzte Wappenstufe habe ich mit dem goldenen Wappen gemacht. Aber der ist jetzt voll. Und so sieht es aktuell aus. Ich bin immer noch im Hin und Her überlegen, ob ich eventuell Morell für Sobek spiele, einfach nur um es noch schneller zu haben, aber eigentlich ist Sobek so stark und steht hinter Xneufort, dass es nicht notwendig ist. Ja. So. 14 Angriffe haben die noch. Wir haben noch 7. 7 Angriffe Unterschied bei 400 Punkten Unterschied. Also eigentlich sieht es sehr gut aus für uns, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Endergebnis seht ihr wie immer nach Kriegsende in der Kriegsbeschreibung. Ich bedanke mich, also in der Videobeschreibung.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.